Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV. In der heutigen Sendung geht es um eine Friedensfabrik, die erst noch Realität werden möchte. Und die Visionärin und Ideengeberin sitzt heute vor mir. Ich freue mich sehr, dass Cornelia Brinkmann aus Berlin gekommen ist. Hallo Clemens, ich freue mich auch. Cornelia Brinkmann ist ein Urgestein auch schon in der Friedensarbeit seit 35 Jahren. Sie ist aktuell seit 10 Jahren Geschäftsführerin von Steps for Peace. Sie war Vorstandsmitglied sowohl bei der Berghoff-Stiftung wie beim Verein für Friedenspädagogik Tübingen, der Teil heute der Berghoff-Stiftung ist. Seit 2000 ist sie friedenspolitische Beraterin. Freiberuflich war in Afghanistan als zivile Friedensfachkraft, Trainerin, Evaluatorin und auch im Aufbau des Projektes Förderprogramm CIVIC, Institut für Auslandsbeziehungen, als Projektreferentin zuständig. Sie war auch Bildungsreferentin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Gründungsmitglied im Forum Ziviler Friedensdienst und hat ein unglaubliches Netzwerk an Personen, das sie zusammenführt und für diese Idee einer Friedensfabrik wahrscheinlich auch äußerst hilfreich ist. Meine erste Frage an dich: Wie kam es zur Gründung von Steps for Peace, Institut für Peacebuilding? Ich bin ja seit 20 Jahren freiberuflich als friedenspolitische Beraterin unterwegs und die Erfahrung ist als Freiberuflerin, dass man ganz tolle Aufträge hat, aber manchmal auch dann anfängt, eigene Ideen zu entwickeln und dafür nicht den Resonanzrahmen hat. Und ich hatte gerade im Bereich der Bildungsarbeit die Vorstellung, dass es wichtig ist, in zwei bestimmten Themenfeldern wie Bildungsarbeit und Organisationsentwicklung ein intensiveres Angebot zu machen. Und das war ein Stück weit der Grundimpuls, Steps for Peace, Institut für Peacebuilding zu gründen. Auf eurer Homepage sind die ersten Konturen einer solchen Friedensfabrik erkennbar. Dort wird sie beschrieben als, und ich bitte mal die erste Folie einzublenden, Friedensfabrik, ein Forum für Information, Bildung und Begegnung und als eine zentrale Anlaufstelle für zivile Friedensförderung, Gewaltprävention und Krisentransformation hier in Berlin. Wie kam es nochmal innerhalb von Steps for Peace zu diesem Gedanken einer Friedensfabrik? Ich denke, so die Idee einer Friedensfabrik, die hatten schon ziemlich langen Vorlauf, weil ich 2000, 2001 ungefähr, habe ich eine Fortbildung in Stadt Schleining gemacht. Das ist ein Ausbildungszentrum in Österreich. Es ist in einer alten Burg und die hatten ein Friedensmuseum. Und als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, wow, ganz tolle Angelegenheit, sehr informativ, didaktisch interessant aufgearbeitet für diese Zeit. Und ich dachte, es ist einfach am falschen Ort, 20 Kilometer zur ungarischen Grenze, auch für österreichische Verhältnisse nicht gerade zentral gelegen. Und ich bin da rausgegangen, hatte das Gefühl, so ein Ort müsste es in Berlin geben, der gut erreichbar ist. Und das war der Impuls. Und seitdem laufe ich im Grunde seit 20 Jahren durch Berlin und gucke immer wieder, wo könnte ein geeigneter Ort sein. Und der nächste Impuls kam dann im Grunde 2017, 2018, als ich gesehen habe, dass am ehemaligen Flughafen Tempelhof ein Planungsprozess stattfindet zur zukünftigen Gestaltung als Kunst-, Kultur- und Kreativstandort. Und da sind dann irgendwann diese Ideen zusammengekommen. Und da, von da ab bin ich aktiv geworden. Es gibt seit kurzem einen Imagefilm über das Projekt Friedensfabrik und er zeigt, wie viele unterschiedliche Menschen du bereits zusammengebracht hast, die diese Idee unterstützenswert finden, auch Institutionen. Und ich bitte die Regie, uns jetzt mal einen Teil dieses Films einzuspielen. Wir sind Entwicklung. Wir sind Dialog. Wir sind Kooperation. Wir sind Frieden. Wir sind Zukunft. Konflikte sind einfach unvermeidlich und es gibt immer Lösungen dafür. Das ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit, dass man sich für Frieden einsetzt und sagt, wenn es schon Konflikte gibt, dann lasst uns die doch auch gewaltfrei lösen.
wenn es in der Weihnachtsgeschichte heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, dann ist das eine Grundmelodie auch des christlichen Glaubens und der Menschheit und des Menschseins. In unserer Gesellschaft wird häufig Frieden als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass Frieden eines aktiven Engagements bedarf. Wir haben den Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Wir haben die Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikt bewältigen, Frieden fördern. Das ist eine Verpflichtung der Bundesregierung, sich für Frieden zu engagieren und einzusetzen. Sowas wie ein Ort, wo man richtig gut Öffentlichkeitsarbeit für den Frieden machen kann, den haben wir noch nicht und das kann eine Friedensfabrik leisten. Die Friedensfabrik bietet ein Schaufenster für die Arbeit am innergesellschaftlichen oder auch internationalen Frieden. Im Grunde sind wir wie so ein Kompass, den wir anbieten wollen, was viele Organisationen machen, was Experten machen. Sie ermöglicht eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Friedenspraxis. Die Friedensfabrik ist ein Ort, wo gute Beispiele von Friedensarbeit erzählt werden, gleichzeitig ein Ort des Dialogs und der Auseinandersetzung mit den Themen. Es hat ja das Ziel, sozusagen Menschen zu bewegen, sich selber zu engagieren. Damit sichtbar wird, was es in dem Themenfeld schon gibt, habe ich beschlossen, dass wir mit ausleihbaren Ausstellungen anfangen und die eine nach der anderen nach Berlin holen. Und hier ist die erste Ausstellung, Frieden geht anders, vom Zentrum für Ökumene aus Frankfurt. Ein toller Werbefilm, von dem ich wünsche, dass er möglichst viele Menschen und Institutionen in Deutschland anspricht. Auf eurer Homepage steht zur Friedensfabrik, sie soll ein Ort in Berlin werden, der über bewährte Konzepte der konstruktiven und gewaltfreien Konfliktbearbeitung, über Akteure, typische Handlungsfelder und methodische Ansätze möglichst anschaulich, praxisnah und mehrsprachig informiert. Ich glaube, in Deutschland gibt es einen solchen Ort bisher noch nicht, oder? Fehlt da was? Also ich bin der Meinung, ein solcher Ort sollte herkommen. Also es gibt natürlich verschiedene Orte, an denen zu Teilaspekten aus dem Themenfeld präsentiert wird, aber ich merke es ja auch bei Veranstaltungen, wenn ich über meine Arbeit berichte, also auch über den zivilen Friedensdienst zum Beispiel in Afghanistan. Auch wenn es das Programm jetzt seit über 20 Jahren gibt, es gibt immer wieder unglaublich viele Menschen, die nichts davon wissen. Und natürlich gibt die Friedens- und Konfliktforschung seit über 20 Jahren. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Instrumente, Akteure, Ansätze, Reflexionsprozesse, von denen in der Bevölkerung wenig rüberkommt. Und ich finde, da hat sich eine unglaubliche Expertise aufgebaut. Und dafür sollte diese auch sichtbar werden an ihrem eigenen Ort. Also ich habe mich so ein bisschen auch inspirieren lassen. Es gibt das Militärhistorische Museum in Dresden. Das ist ein unglaublich spannend, hochprofessionell gestalteter Ort. Und ich hätte gerne ein Synonym oder ein Äquivalent dazu in Berlin, dass vor allem das zivile Engagement durch zivilgesellschaftliche Akteure, aber vor allem auch mit den zivilen Mitteln, das heißt, dass sowohl staatlich als auch nichtstaatliche Instrumente des zivilen Friedensengagements und der Gewaltprävention und der Krisentransformation, dass das sichtbar wird. Das Wort Friedensfabrik hat ja eine Assoziation, dass ähnlich wie in einem Unternehmen Frieden produziert, hergestellt werden kann. Mhm. Ist das bewusst von euch, von dir gewählt als Begriff, um die Notwendigkeit von Praxis, vom Tun, was dort dargestellt werden soll, auch in den Mittelpunkt zu rücken? Ja, aber eine Fabrik hat auch, eine große Fabrik hat verschiedene Abteilungen. Das heißt, es steht nicht nur das Produkt im Mittelpunkt, wie der Friede jetzt in unserem Fall, das wäre ja eine Dienstleistung, sondern da gibt es ganz viel drumherum. Da gibt es die Entwicklungsabteilung, da gibt es das Management, da gibt es die Personalabteilung mit Ausbildung, Fortbildung, Personalrekrutierung. Daneben gibt es den Vertrieb. Das ist eine komplexe Angelegenheit, eine Fabrik, und so ähnlich ist es im Grunde bei der Friedensarbeit auch. Das ist nicht einfach nur eine Haltung, sondern da kommt Wissen, Handwerkszeug, Reflexionskompetenzen, da kommt einfach sehr viel dazu.
Und deswegen haben wir uns für den Begriff der Friedensfabrik, als wir überlegt haben, wie könnte das heißen, war der Begriff, von dem wir der Meinung waren, das trifft den Kerngedanken der Idee am allerbesten. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, neue Verfahren wie Mediation haben Eingang in den Alltag, zum Beispiel bei Schulkonflikten gefunden und sogar die deutsche Rechtsprechung verändert. Also viele Verfahren auch vor Gericht werden heute durch Mediation auch gelöst. Für all diese Komponenten liegen bereits forschungsbasierte und praxisbewährte Grundlagen vor, die für die Friedensfabrik adaptiert werden können. Wie sieht diese Adaption, also Anpassung, einmal aus? Gibt es da auch eine Vision bereits? Die Vision ist, dass wir gerne in dieser Friedensfabrik Dauerausstellungen haben, Sonderausstellungen, dass dort aber auch Workshops stattfinden können, auch Dialogprozesse stattfinden können, Begegnungen. Und es gibt ausleihbare Ausstellungen. Es gibt keinen zentralen Ort, aber ausleihbare Ausstellungen, die Teilaspekte des Themenfeldes sehr gut beleuchten. Und deswegen haben wir beschlossen, wir fangen jetzt mit diesen ausleihbaren Ausstellungen an, die nach Berlin zu holen und sichtbar zu machen, auch anzufangen, sichtbar zu machen, was es in dem Themenfeld schon gibt. Wenn wir noch mal ein bisschen aufschlüsseln, es gibt drei Komponenten, die auch im Untertitel sichtbar werden. Forum für Information, Bildung und Begegnung. Wenn ich jetzt noch mal genauer frage, worüber soll informiert werden? Gibt es da ein Konzept, eine Idee, eine Vision? Also meine Vision ist ganz klar, es gibt eine ganze Menge Konzepte darüber, wie zum Beispiel, wie Frieden funktioniert. Wobei es gibt sehr viele Konzepte eher zu dem Themenfeld, wie Konflikte funktionieren, also wie sie eskalieren können, was für Formen von Konflikten es gibt. Es gibt sehr schöne Analyseinstrumente, um Konflikte zu analysieren. Und das ist sehr viel Handwerkszeug da, was im alltagstauglich ist, auch für viele Menschen anwendbar wäre. Also das wäre mir so ein Anliegen, dass das, was auch aus dem Bereich der Friedens- und Konfliktforschung erarbeitet wurde, so präsentiert wird, dass das auch ein normaler Bürger oder eine normale Bürgerin so verstehen kann. Daneben gibt es die Friedenspraxis, der zivile Friedensdienst ist jetzt schon genannt worden, aber daneben gibt es auch sehr, sehr viele andere Handlungsfelder, auch im innergesellschaftlichen Bereich, im Bereich der Antirassismusarbeit, der Antidiskriminierungsarbeit, der interkulturellen Arbeit, die meiner Meinung nach auch alle etwas mit dem Friedensthema zu tun haben. Und auch diese Ansätze und Erfahrungen, Akteure sollten sichtbar werden. Also unser Anliegen mit der Friedensfabrik ist es wirklich auch so, sichtbar zu machen, was andere schon machen. Also wir haben jetzt nicht vor, da was Neues zu machen, sondern erstmal geht es darum, sichtbar zu machen, was gibt es schon. Neu ist vermutlich diese Präsentationsform einer Ausstellung, damit zu arbeiten. Und darüber kann man natürlich sehr viel machen. Ich habe von dir Bilder auch bekommen, zum Beispiel hier ein Symbolbild hier über Zivilgesellschaft, Konflikt, Transformation. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, es ist auch angedacht, an diesem Ort ja Begegnungen, auch Konflikt, Bildungsarbeit zu machen, so wie hier zu sehen. Gibt es da auch schon erste Konkretionen noch, wie Bildungsangebote in diesem Bereich ausschauen könnten? Also meine Vorstellung ist, dass diese Bildungsarbeit mit den Ausstellungen, die vor Ort sind, stattfinden werden, weil da sind ja sehr viel Anschauungsmaterialien da und darum kann man einfach sehr gut Bildungsarbeit machen. Also wie mache ich mit Ausstellung Bildungsarbeit und wie nutze ich auch Ausstellung, um zum Beispiel Dialogprozesse zu fördern, weil es ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn verschiedene Konfliktakteure zusammenkommen und sich so eine Ausstellung gemeinsam ansehen. Da werden ja sehr viele Aspekte angesprochen, wo sich dann durchaus auch Gemeinsamkeiten finden lassen können. Also so, weil es gibt ja in Deutschland sehr viele Ausbildungseinrichtungen. Also ich möchte gerne, dass auch eher sichtbar wird, was da auch alles schon stattfindet. Das ist mein Ziel. Also wirklich sichtbar zu machen, was es schon gibt. So, unterhalb der Ebene auch des zivilen Friedensdienstes,
hatte ich zum Beispiel 2 Jahre berufsbegleitende Ausbildung für Friedensarbeit machen können im Freundschaftsheim Bückeburg. Genau. 30 Kurse, die stattgefunden haben mit 10, 12, 15 Leuten. Wäre auch sowas denkbar, ja, in der Friedensfabrik. Ja. Ein anderer Aspekt, wir sehen es auf dem nächsten Bild, Begegnungen. Auch da gibt es Visionen, wer könnte wem begegnen in einer Stadt wie Berlin, die ja sehr multikulturell ist. Berlin ist multikulturell, ja, aber Berlin hat auch eine sehr, sehr reichhaltige Geschichte und kann als Stadt sehr viel zum Thema Krieg und Frieden berichten, kann man sagen. Es gibt sehr viele Gedenkstätten. Es gibt sehr viele Einrichtungen, die sich mit den verschiedenen Gewaltgeschichten, der deutschen Gewaltgeschichte beschäftigt haben. Berlin hat die Mauer gehabt. Also von daher kann man gerade auch für Besuchergruppen, die nach Berlin kommen, sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland, ganz wunderbar Führungen machen, weil ein Aspekt von Krisentransformation ist, wie wichtig die Versöhnungsarbeit ist. Und ein Teilaspekt von Versöhnungsarbeit ist auch, das Gedenken zu pflegen und wie gedacht wird und ob auch an alle gedacht wird, die von einem Gewaltkonflikt betroffen waren. Und da gibt die Stadt Berlin einfach unglaublich viel Anschauungsmaterial und die Friedensfabrik könnte sowas wie eine Reiseagentur sein, die dann sagt, also wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigen will, gäbe es die und die Ansatzpunkte oder dort könnte man hingehen, sodass sich dann die Reflexion und die Information in der Friedensfabrik stattfindet, um so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und wenn man sich Teilaspekte genauer anschauen möchte, wie zum Beispiel Themenfeld Versöhnungsarbeit, Transformationsarbeit, kann man ja dann in Berlin weitergucken gehen. Allein schon Fall der Mauer, was 89 passiert ist, das zu dokumentieren, mal wirklich zu zeigen, es geht, wir können gewaltfrei transformieren. Ja, und da steht Deutschland auch für viele zivilgesellschaftliche Akteure, die selber jetzt in Krisenregionen leben, die sagen, das ist für sie eine Ermutigung. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem aus Libyen, der sagte, auch wenn es jetzt bei ihnen so schlimm aussieht, aber für ihn ist das ermutigend zu wissen, dass es ein Land wie Deutschland geschafft hat, den Transformationsprozess mit so viel, also auf so einem gewaltfreien Wege gemacht zu haben. Ich habe auf eurer Homepage weitergefunden. In Dauer- und Sonderausstellungen begeben sich die BesucherInnen auf eine Spurensuche nach Frieden. MultiplikatorInnen, Studierende und FriedensaktivistInnen können sich Instrumente, Handlungsansätze und umfangreiche Methoden durch Ausstellungen, Qualifizierungsangebote, digitale Angebote oder über Recherche in einer Fachbibliothek erschließen. Du hast auch ein Bild mitgebracht von einer solchen Ausstellung. Welche ist hier zu sehen? Und ZFD steht wohl für Ziviler Friedensdienst. Mhm. Gibt es da bereits jetzt erste Ansätze? Es gibt ja ausleihbare Ausstellungen, wie zum Beispiel diese Ausstellung zum Zivilen Friedensdienst, die jetzt aktualisiert wurde, die ist jetzt ganz neu überarbeitet worden. Die Ausstellung, solche Ausstellungen kann man sich ausleihen und mit diesen Ausstellungen kann man sehr gut Bildungsarbeit drumherum machen. Also das heißt, nicht nur die Ausstellung zeigen, sondern sie auch nutzen, um Workshops drumherum zu machen, um auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil das Ziel der Friedensfabrik ist es ja auch, das vor allem sichtbar zu machen, was es in dem Themenfeld schon gibt. Das heißt, man kann durch die Ausstellung gehen, man kann sich darüber informieren, was zum Beispiel in dem Fall der zivile Friedensdienst ist, wo er eingesetzt wird, welche Handlungsfelder praktiziert werden, aber auch mit welchen, also gleichzeitig werden ja auch Personen dort sichtbar gemacht. Es wird das Verhältnis von internationalen Akteuren, die in fragilen Kontexten tätig sind, aufgezeigt. Das sind lauter Details, das sind Leuten, die in dem Themenfeld arbeiten, Selbstverständlichkeiten, die aber keine Selbstverständlichkeit sind für die breite Öffentlichkeit. Und von daher macht es Sinn, solche Details auch im Rahmen von Ausstellungen zu zeigen und die mit dem Rahmenprogramm einzubinden. Das ist ja nicht die einzige. Mir ist bekannt Peace Counts. Es gibt Frieden geht anders. Frieden machen, ich glaube, das ist nochmal auch eine. Ist die bereits hier in Berlin aufgebaut? Du hast das Bild mitgebracht. Das sieht fast nach einem
ja, Kirchenraum aus? Ja, genau. Wir hatten die Chance letztes Jahr, die Ausstellung Frieden geht anders vom Zentrum für Ökumene in einem interkulturellen Zentrum aufzubauen. Die ist leider mitten in den Lockdown gekommen. Also das heißt, wir haben im Grunde einen Workshop für MultiplikatorInnen gemacht, die mit der Ausstellung Schulklassen, Workshops mit Schulklassen hätten mit der Ausstellung machen können. Und das ist leider dem Lockdown sozusagen geopfert worden. Aus dem Grunde werden wir diese Ausstellung dieses Jahr nochmal zeigen. Wir werden auch die Ausstellung Peace Counts zeigen. Das heißt, all diese Ausstellungen, die ja nicht ständig irgendwo auch ausgeliehen werden, die hätten dort in dieser Friedensfabrik einen Ort, wo man eben dauerhaft auch mit Schulklassen hingehen könnte oder sich vielleicht hier in Berlin auch es sparen könnte, sie irgendwo immer wieder neu aufzubauen, sondern die Schulklassen kämen eben beispielsweise auf den Flughafen Tempelhof. Genau, also das ist zum Beispiel meine Vision mit der Ausstellung von der Bundeszentrale für politische Bildung, Frieden machen. Das ist eine hervorragende Ausstellung. Ich habe auch noch ein Foto mitgebracht. Das war bei der Eröffnung im Bundestag. Das ist eine sehr differenzierte, anspruchsvolle, ausstellungsdidaktisch toll gemachte Ausstellung, und ich bin der Meinung, die bräuchte man einfach nur kopieren und könnte damit in der Friedensfabrik wunderbar anfangen. Und auch die Ausleihbahn-Ausstellung, dass man entweder Teilaspekte oder sie auch ganz dastehen hat, zumindest wäre es ein Ort, an dem solche Ausstellung darauf hingewiesen wird, weil eine solche Ausstellung wie von der Bundeszentrale für politische Bildung, die kann man nicht mal gerade schnell so aufbauen. Die ist schon logistisch sehr anspruchsvoll, aber eine Plakatausstellung wie zum Beispiel zum Zivilen Friedensdienst oder Peace Counts oder auch diese Ausstellung Frieden geht anders vom Zentrum für Ökumene, das kann man einfacher mal auch aufbauen. Und da könnten sich MultiplikatorInnen in der Friedensfabrik angucken, was gibt es schon. Entweder sie kommen mit ihren Klassen oder mit ihren Gruppen in die Friedensfabrik und arbeiten dort mit den Ausstellungen. Aber sie können dann auch Ausstellungen oder ausleihbare Ausstellungen dann zu sich nach Hause nehmen und an ihrem Ort, an ihrer Schule, in ihrer Kultureinrichtung darum ein Rahmenprogramm machen, weil es geht ja nicht darum, dass das alles nur in Berlin stattfindet, sondern Berlin ist hat eine große Anziehung, deutschlandweit und weltweit, und von da aus kann man ja dann Inspirationen holen, um die dann vor Ort auch zu präsentieren. Das ist so die Idee mit der Friedensfabrik. Du hast es bereits angedeutet, Berlin, eigentlich der geeignetste Ort in Deutschland mit dieser Geschichte von Krieg und Frieden, von schlimmster Zerstörung, Vier-Mächte-Status, geteilt, wiedervereinigt. Und in eurem Imagefilm, da gibt es auch nochmal eine schöne Passage, warum gerade Berlin ein guter Standort ist, und den bitte ich die Regie uns jetzt mal einzuspielen. Berlin ist der passende Ort, weil die Stadt ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt ist. Weil Berlin extrem symbolträchtig ist. Wir hier viel über Krieg und Frieden lernen können. Weil er für Friedensgeschichte steht. Und deswegen ist die Friedensfabrik an einem Ort wie Berlin bestens aufgehoben. Steps for Peace ist der Initiator von dem Vorhaben Friedensfabrik. Aber das gelingt nur im Zusammenwirken mit ganz vielen anderen Organisationen. Die Friedensfabrik will alle ansprechen. In Deutschland, aber auch weltweit. Weil wir haben alle mit diesem Thema zu tun. Als Geschäftsführer weiß ich, wie schwierig es ist, in der Anfangsphase die notwendige Unterstützung zu bekommen. Und ich hoffe sehr, dass es der Friedensfabrik gelingen wird, diese Unterstützung und vor allen Dingen auch eine finanzielle Grundlage zu bekommen. Die Friedensfabrik kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass Aufklärung geleistet wird in der Bevölkerung, dass Frieden wichtig ist, dass Frieden auch Geld braucht, dass es Menschen braucht, die sich für den Frieden engagieren. Wir brauchen eine Friedensfabrik, weil wir wissen möchten, wie Frieden funktioniert. Weil wir wissen müssen, wie man mit Konflikten konstruktiv umgehen kann. Es braucht die Friedensfabrik, weil wir Friedensarbeit unbedingt sichtbar machen müssen. Damit sich Menschen austauschen können. Weil es viele gute Beispiele für die Friedensarbeit gibt. Es braucht eine Friedensfabrik für eine nachhaltige Friedensförderung. Wir können alle etwas für den Frieden tun.
erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Film. Der ist wirklich super geworden. Und meine Frage konkret, gibt es bereits Ideen, in welchen Gebäuden diese Friedensfabrik untergebracht werden könnte? Hast du da eine Vision? Welche Orte würden sich eignen hier in Berlin? Also meine Vision ist am ehemaligen Flughafen Tempelhof, vielleicht muss ich sagen gewesen, weil das Flughafengebäude ist in einem so maroden Zustand und es wird sehr aufwendig werden, bis dort so Veranstaltungen oder ein solcher Ort geschaffen ist. Deswegen brauchen wir Zwischenlösungen und da sind wir im Moment am Suchen. Ich könnte mir vorstellen, also wichtig ist, dass der Ort gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass es vom Themenfeld zusammenpasst. Möglicherweise finden sich solche Orte im Kontext von Kirchen, von Kunst- und Kultureinrichtungen, vielleicht auch von ehemaligen Fabriken, die umgebaut werden sollen. Altes also, Akademiegebäude. Alte Akademiegebäude, also wo Raum ist, Ausstellungen zu zeigen, aber auch Raum ist, um Bildungsarbeit zu machen oder Begegnungen zu ermöglichen. Begegnung, man sieht auch hier eine bunte Gruppe. Das war auch hier in Berlin noch einmal dieses Symbolfoto, die deutsche Einheit, die so lange offen war, wie das Tor zu war. Jetzt ist es offen und an diesem Ort über Frieden, über Konzepte zu sprechen. Du machst auch Führungen oder hast auch Städteführungen durch Berlin gemacht, durch das Friedens- und... Genau, wir bieten mit Steps for Peace auch Führungen zu Friedensorte in Berlin an. Und das war zum Beispiel, es ist im Rahmen vom Peace Builder Summit. Also Peace Counts hat sich ja weiterentwickelt, Peace Counts on Tour. Die bieten alle paar Jahre Peace Builder Summits an für Frieden. Expertinnen aus Krisenregionen, die für einige Zeit nach Deutschland kommen. Und im Rahmen dieses Peace Builder Summits haben wir gezielt für diese Gruppe eine Führung durch Berlin an Gedenkstellen gemacht. Also ein Summit ist ein Gipfeltreffen, Peace genau. Counts, Frieden zählt. Genau. Das ist und im Grunde so eine Gruppe hätte dann, wenn es die Friedensfabrik gäbe, sicherlich auch sehr gut sich die Ausstellung angeschaut, möglicherweise da auch einen Ort gefunden, um auch Workshops zu machen oder auch Begegnungen zum Beispiel mit Ihnen und Ihren Projektpartnern hier in Deutschland zu ermöglichen. Damit sind wir jetzt auch schon bei der Frage von Partnern und Partnerinnen. Wer käme da in Frage? Weil das ist klar, das ist eine sehr große Vision, die ist auch mit Geld verbunden. Mhm. Wen könntest du dir vorstellen oder wen hast du bereits angefragt, um mit ins Boot zu holen, um diese Vision zu realisieren? Also die wichtigsten Partnerinnen aus meiner Perspektive sind vor allem zivilgesellschaftliche Akteure hier in Deutschland, die in dem Themenfeld arbeiten. Sei es innerhalb von Deutschland, sei es im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, sei es auch im Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, also die auch in Krisenregionen tätig sind. Weil es geht ja um die Förderung und um das Sichtbarmachen, was zivilgesellschaftliche Akteure mit zivilen Mitteln, aber auch staatliche Akteure mit zivilen Mitteln, wie sie in diesen Krisen- und Konfliktkontexten tätig sind, um gewaltpräventiv tätig zu werden, Versöhnungsarbeit zu machen oder Friedensprozesse zu fördern. Aber das stimmt, so ein großes Projekt braucht natürlich dann auch Partner, die dazu passen. Also ich gehe davon aus, solche Partner würde ich mir im Bereich von Ministerien wünschen, wie zum Beispiel dem Auswärtigen Amt oder dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch im Innenministerium oder Justizministerium, also alle Ministerien, die in diesem Themenfeld aktiv sind, würde ich mir schon wünschen, dass die sich einbringen. Und ein gutes Referenzrahmen ist im Grunde, sind die Leitlinien der Bundesregierung. Das ist eine Zusammenfassung im Grunde des Engagements der deutschen Bundesregierung und ist eine sehr gute Übersicht. Und all diese Akteure könnten sich meiner Meinung nach im Rahmen der Friedensfabrik einbringen. Ich habe an die Bundeszentrale für politische Bildung auch gedacht, weil das, was ihr hier vorhabt, ist Bildungsarbeit, Seminararbeit im besten Sinne. Würde das auch in diese Kategorie der Förderung für die Bundeszentrale für politische Bildung passen? Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt mit der Arbeit um die Friedensfabrik gemacht habe, ist, dass wir sehr stark sehr viele
Projekte im Rahmen von bestimmten Sektoren, heißt es, gemacht wird. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat ja mit ihrer Ausstellung Frieden machen eine Steilvorlage geliefert, wo ich sagen würde, das würde sich wunderbar eignen als Ausgangspunkt für die Friedensfabrik. Ich weiß allerdings, dass die Bundeszentrale für politische Bildung diese Ausstellung verleiht. Also das ist deren Konzept und die müssten höchstwahrscheinlich dann auch wirklich ihr Programm nochmal ergänzen und erweitern. Also von daher würde ich mir die Bundeszentrale als Partner wünschen, aber eigentlich gehören da ganz viele dazu. Die Wahlen stehen vor der Tür, 26. September. Wenn das wirklich eine ganz große Sache wird, wäre das auch was für ein Koalitionsprogramm? Gibt es da Offenheiten? Also ich führe jetzt schon seit 3 Jahren, kann man sagen, Hintergrundgespräche, stelle die Idee vor, auch in den politischen Raum hinein. Und ja, es gibt schon Offenheit. Es sind oft Einzelpersonen, die sich dann im Rahmen ihrer Kontexte, ihrer Parteien für diese Idee stark machen. Die gibt es. Und das wäre natürlich eine tolle Vision, wenn die Friedensfabrik im Koalitionsvertrag der zukünftigen Regierung drinstehen würde. Das würde ich mir schon sehr wünschen. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde, steht in der Bibel. Und ich finde, ohne Vision geht gar nichts. Gott sei Dank sind wir raus aus den Zeiten, wo ein Helmut Schmidt mal sagte, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Wir wissen heute, wie wichtig Visionen sind, weil wenn es nicht im Kopf anfängt, eine Veränderung hin zu mehr ziviler Konfliktbearbeitung, dann wird es mit dem Frieden nichts werden. Ich habe die Kontaktdaten hier auf einer Folie noch einmal zusammengefasst. Steps for Peace, Institut für Peacebildung als gemeinnützige GmbH. Sie finden hier die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse. Alles Große hat einmal klein angefangen und ich glaube, im Moment seid ihr auch um jeden Euro froh, gerade in der Aufbauphase, wo es ja noch nicht losgegangen ist, sondern es sind Ideen, es sind Visionen, es gibt erste kleine Ansätze. Und Sie finden hier auf dieser Homepage auch die Möglichkeit, über das Stichwort Friedensfabrik diesen Prozess, das, was jetzt notwendig ist, in der Startphase, das Ganze voranzubringen. Ein Schlusswort noch für dich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei Transparenz TV. Möchtest du noch einen Wunsch für dieses Gelingen der großen Vision an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer senden, loswerden? Naja, so wie du das sagst. Also ich bin der Meinung, jedes Neue fängt mit einer Vision an und es sind viele Beteiligte notwendig. Und wenn im Rahmen der Zuschauerinnen gibt es jetzt 3 große Baustellen, würde ich sagen. Das eine ist die Suche nach einem geeigneten Ort hier in Berlin. Über jeden Hinweis freuen wir uns sehr. Wir sind in der Wahlvorbereitung, führen Sie doch Gespräche mit Kandidaten für den Bundestag oder hier in Berlin fürs Abgeordnetenhaus oder für die Bezirksverordnetenversammlung. Sprechen Sie mit denen über die Idee der Friedensfabrik und natürlich freuen wir uns auch über jede Spende, die uns im Moment erreicht, um diese Aufbauphase zu unterstützen. Vielen Dank, Cornelia Brinkmann, für diese Einblicke in ein großes Projekt. Ich wünsche weiter gutes Gelingen und dass diese Friedensfabrik irgendwann hier in Berlin kommt. Ich verspreche, ich werde mir den Tag frei halten. Bei der Einweihungsfeier möchte ich gerne dabei sein. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse, auch dafür, dass Sie heute wieder dabei waren in der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV.